Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer ganz entspannten Runde Medieval Dynasty. Jo, wir haben ja gestern reichlich eingekauft. Das werde ich jetzt erstmal auspacken. Die Pelzstiefel behalten wir und Razimir Schuhe kommen hier rein. Der Strohhut auch. Unsere persönlichen Sachen, ne? Trinkschläuche haben wir auch gekauft. Die werden wir dann im Nahrungsmittellager ablegen. Die Setzlinge natürlich in der Scheune. Dein und Pelz kommt ins Materiallager. Gut. Das Hemd kann auch erstmal hier bleiben. Okay. Dann räume ich mal kurz auf, Leute. Setzlinge, die kommen natürlich noch in die Scheune. Gut, dann pelle ich mich mal an. Und zwar für die Kniehose, die kann auch ins Materiallager. Die Stiefel ziehen wir uns an. Wir sind 80% vor Kälte geschützt, also brauchen wir dann definitiv noch Handschuhe. Aber gut, ein paar Tage sind ja noch bis zum Winter. So, Freunde, und dann möchte ich heute mal anfangen, ein paar Wege zu bauen. Und zwar auf jeden Fall schon mal gut, wenn wir auch nice. Das passt. Und dann können wir auch noch einen Weg von hier nach hier machen, auf jeden Fall. So. Hier fehlt jetzt auch noch was. Sehr schön, hier noch eine Linie lang, dann gefällt mir das auf jeden Fall ganz gut. Sehr schön. Und hier wird alles planiert. Alles ein bisschen wohnhafter gemacht, gestaltet. Hier muss auch noch ein bisschen was hin.
Gut. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir hauen uns erstmal hin und machen im Morgenlicht weiter. Da sehen wir mehr, definitiv. Okay. Finde ich gut, sieht gut aus im Tageslicht. Jo, nice. Dann hätten wir das auch erledigt soweit. Aber ein Stück fehlt noch auf jeden Fall. Gut, das lassen wir erstmal noch so hier. Hier haben wir einen Weg rüber vom Lebensmittellager und zur Scheune. Dann brauchen wir jetzt eigentlich bloß noch einen Weg erstmal zur Jagdhütte. Den können wir auch noch fix. Den können wir auch noch fix bauen. Wundervoll, Leute. Ich würde sagen, das reicht erstmal. So kann man das machen. Gut, den Rest lassen wir auch erstmal so. Wir haben erstmal ein paar Wege auf jeden Fall. Hier so das Stück noch, genau, gut. Gut, Leute. Ja, das könnte auch noch weg hier. Gut. So ist es auf jeden Fall besser. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich bin mit dem Weg erstmal zufrieden. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch für Dekorationen hier machen können, dass wir auch mal ein paar Laternen vielleicht. Gut, das ist noch gesperrt. Das können wir auch noch nicht freischalten. Und da ist noch mehr. Gut. So Leute, und dann werden wir uns jetzt mal noch einmal nach Custovia begeben und werden die Aufgabe für Unigost abschließen. Und vorher gehen wir noch mal an unserem Lager vorbei. Und wenn wir Wölfe treffen, hole ich euch natürlich dazu. Leute, dann würde ich mal sagen, bis dahin. Gut, Freunde, holen wir uns noch ein paar Setzlinge. Und dann müssen wir uns auch was zu essen kaufen.
Gut, dann nehmen wir die restlichen Birnbaumsetzlinge auch noch mit. Da können wir uns mal was zu essen leisten, würde ich sagen. Gut, und jetzt geht's nach Kostovia. So Leute, da sind wir. Wir holen uns erstmal was zu snacken. Dann versuchen wir wieder ein bisschen was zu verkaufen. Und dann sprechen wir mal mit Unigost. Gut, gehen wir gleich mal in die Schenke. Okay. Hallo? Okay, wo ist unsere Bardame? Okay. Hello. Die hat ja auf jeden Fall was zu essen, ne? Whatever you need, I've got it. Okay. Nehmen wir uns mal ein bisschen Eintopf. Sehr schön. Das sollte auch reichen. Wir können natürlich gleich mal Only the best gucken. products here. Gut. Die hat nicht viel Geld. Dann snacken wir mal den Eintopf. Wundervoll. Hunger und Durst. Auch ein bisschen gelöscht. Hello there. Hallo Dobroniga. Best goods in the valley. Die hat auch nicht viel Geld. Have a good day. Die haben wir hier schon arm gemacht. Wollen wir mal schauen, ob der Tierhändler hinten noch was hat. How is life treating you? Best Zeig mal goods in her. the valley. Okay, der hat ein bisschen. Dann nehmen wir jetzt die Baumsetzlinge und verkaufen ihm so viele wie möglich. 140 bekommen wir jetzt dafür. Wir wollen ihm 8 verkaufen. Gut. Okay. Lebe wohl. Goodbye. Dann schauen wir jetzt mal nach Unigost, würde ich sagen. Das ist Dalebor. So, Dalebor. Okay, Unigost ist hier drinne. Hallo Unigost. Unigost, hallo. Ich habe mich mit Samba unterhalten. Es ist immer schön, dich zu sehen, Razimir. Er ist ein wahrer Schatz, nicht wahr? Der süßeste Schatz von allen, wie ein Glas Honig, oder? Machst du Witze? Er ist der furchteinflößendste Mensch, der mir je begegnet ist. Sei froh, dass du ihn nicht an einem schlechten Tag erwischt hast. Woher willst du wissen, dass ich das nicht habe? Du bist hier.
Ich verstehe, er hat mir allerdings von meinem Onkel erzählt. Diese Geschichte vom Herrn der Apfelbäume. Er ist unerwartet gut darin, Geschichten zu erzählen, nicht wahr? Ja, das ist er wirklich. Ich war richtig überrascht. Einmal hat er, ich schwöre es, dir ein ganzes Jahr lang kein Wort gesagt. Aber als wir dann am Feuer saßen, da hat er sich plötzlich an irgendeine Anekdote erinnert. Er lachte auf und fing an zu erzählen. Wurde von einem vollkommen Stummen zu einem wahren Barden. Seine Erzählung war so fesselnd, es war fast unmöglich, ihr nicht zuzuhören. Er machte sogar unterschiedliche Stimmen nach. Aber sobald er fertig war, wurde er wieder still. Ich habe diesen Teil seiner Persönlichkeit nie ganz verstanden. Ein Schauspieltalent, das im Körper eines Bärenbändigers gefangen ist. Er hat mir übrigens gesagt, dass ich dir etwas geben soll. Hat er das? Und was? Eine Ohrfeige. Ja, das klingt nach Sambor. Und hast du auch vor zu liefern? Das geht leider nicht. Ich fürchte, ich habe sie irgendwo unterwegs verloren. Kluger Bursche. Aber wenn er nachfragt, dann sagst du ihm, dass du mich glatt bewusstlos geschlagen hast. Rein aus Neugierde. Was hat dir Sambor darüber erzählt, wie er zu einem Teil der Meute geworden ist? Er hat gesagt, dass ihr nach dem bestmöglichen Kandidaten gesucht habt und dass er die naheliegendste Wahl war. Ja, das klingt wie etwas, das er sagen würde. Das ist nicht die Wahrheit. Es ist keine angenehme Erinnerung, aber ich glaube, dass du es verdienst, die ganze Geschichte zu hören. Wir haben ihn nicht rekrutiert, nun ja, eigentlich schon. Lorden hat das getan, aber wir hatten keine Wahl. Nachdem Lorden und ich damit anfingen, uns zusammen der Mission zu verschreiben, da waren wir recht erfolgreich. Alles lief glatt, schon fast zu glatt. Wir vollbrachten viele gute Taten, brachten das verdiente Lächeln auf viele geschundene Gesichter zurück. Das war der Moment, in dem wir anfingen, unvorsichtig zu werden. Es gab eine geheime Gilde, die von einigen hochrangigen Rittern und Baronen gegründet worden war. Wir nannten sie die Verkäufer. Herzlose Bastarde. Am besten verdienten sie an lebender Ware. Und nein, ich meine nicht Tiere. Sklaverei war im Reich streng verboten. Die Königin bestand darauf, nur die Verkäufer machten ihre eigenen Regeln. Sie sperrten Menschen ein wie Vieh, vor allem Frauen und Kinder, dazu verdammt, in ihrem feuchten Verlies gegen Ratten und magere Nahrungsrationen zu kämpfen. Die Gilde war die bloße Menge wichtiger als deren Zustand. Krankheiten interessierten sie nicht. Wunden versorgten sie nicht. Ich glaube, mir wird schlecht. Manchmal dauerte es Tage, bis sie die Toten aus den Käfigen holten. Die Stärksten überleben oder eher die Ärmsten überdauern. Es war einfach schrecklich. Und wenn du mich fragst, hatte die ganze verdammte Gilde einen langsamen und schmerzhaften Tod verdient. Aber das war nicht unser Weg. Lorden machte es vom ersten Tag an klar, wir durften niemals ein Leben nehmen. Das war die wichtigste Regel von allen. Höre zu. Jedenfalls, wir konnten alle befreien, Wagen voller gebrochener Menschen, selbst die Pferde hielten ihre Köpfe gesenkt, trauernd, beschämt, die Verzweiflung in der Luft war noch giftiger als der Gestank nach verwesenem Fleisch. Und inmitten all dessen vernachlässigten wir unsere eigene Sicherheit. Die Söldner erwischten uns und brachten uns in eine Folterkammer. Ja, stell dir vor, an diesem grauenhaften Ort gab es einen noch grauenhafteren Ort. Die Verkäufer waren nicht in Stimmung für Geduldsspielchen, also schickten sie sofort ihren schlimmsten Folterknecht. Das Grauen packte mich, ließ mich völlig versteinern. Ich konnte kaum atmen. Lorden sagte kein Wort, sah mich einfach nur an. Seine Augen wirkten ruhig, aber aufmerksam. Aber aufmerksam. Ich verstand, dass er wollte, dass ich ebenfalls ruhig bleibe, aber ich konnte nicht. Er kam zuerst dran. Der Folterknecht schnallte Lorden an einem Stuhl fest und prügelte auf ihn ein. Seine Fäuste waren wie Schmiedehände. Jeder Schlag hinterließ eine blutende Wunde und gebrochene Knochen. Innerhalb kürzester Zeit war Lordens Gesicht nicht mehr wiederzuerkennen. Das einzig Vertraute inmitten dieses blutigen Fleischbreis war sein Lächeln. Das war einer der Momente, in denen ich mich fragte, ob er überhaupt ein Mensch ist,
der Folterknecht-Begriff recht schnell, dass er es bei einer so einzigartigen Kreatur mit anderen Mitteln versuchen musste. Also holte er seine Messer. Das war der Augenblick, in dem Lorden anfing zu... Das ist entsetzlich. Er machte ihm Angebote, eines nach dem anderen, aber der Folterknecht machte einfach damit weiter, seinen Oberkörper einzuritzen, als würde er ein Stück Fleisch fürs Braten vorbereiten. Das war so viel Blut, ich konnte es beim Atmen schmecken. Ich wünschte mir, ich würde das Bewusstsein verlieren, einfach vor all dem weglaufen, weit weg, aber mein Herz schlug so heftig, dass es mich wach hielt. Plötzlich hielt der Folterknecht inne. Er blickte zwischen mir und Lorden hin und her. Er sagte nur diesen einen Satz: Wenn du lügst, dann mache ich dasselbe mit ihm. Ich war kurz davor, mich zu übergeben, aber Lorden nickte nur. Also band er uns beide los und verhalf uns zur Flucht. Dabei begegneten wir einigen weiteren Söldnern, alle schwer bewaffnet. Keiner von ihnen hielt uns auf. Selbst sie hatten Angst vor diesem Kerl. Wir entkamen in einem Stück, also wir entkamen lebendig. Es dauerte viele Wochen, bis Lordens Wunden zu heilen begannen. Und selbst danach war er so voller Narben, dass es aussah, als hätte jemand versucht, ein Kettenhemd auf seine Haut zu sticken. Aber wir waren dem Tod entronnen und sein Sendbote wurde einer von uns. Ah, okay. Der Folterknecht, das war Sambor, nicht wahr? Ja. Mir fehlen die Worte. Es tut mir so leid, dass euch das angetan wurde. Jetzt verstehe ich, warum Samba nicht die Wahrheit sagen wollte. Die Wahrheit klingt einfach entsetzlich. Um ehrlich zu sein, die Albträume von dieser Nacht haben nie ganz aufgehört. Wie konntet ihr so einen Menschen in eure Gruppe aufnehmen? Denkst du, ich wollte diesen Mordgesellen in meiner Nähe? Tagelang habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe es nicht gewagt, ihm den Rücken zuzukehren, habe jede seiner Bewegungen genau beobachtet. Das ist ganz einfach. Lorden hatte es ihm versprochen. Er versprach ihm die einzige Sache, die diesem Rohling etwas bedeutete. Und das war? Geld, viel mehr als die Gilde ihm bezahlte. Und ein Anteil an der Beute von jedem unserer kommenden Raubzüge. Hättet ihr ihn nicht einfach ausbezahlen können oder weglaufen? Das war nicht Lordens Art. Er war ein meisterlicher Lügner. Aber wenn er jemandem wirklich sein Wort gab, dann blieb es dabei. Davon abgesehen fanden wir später heraus, dass Sambor nicht von Natur aus böse ist. Er war einfach ein Söldner, tat das, wofür man ihn bezahlte, befolgte Befehle. Lorden verbrachte viele Stunden damit, sich mit ihm zu unterhalten, ihm unsere Verhaltensregeln zu erklären. Sambor hat nie auch nur eine einzige davon gebrochen. Niemals. Das ist unglaublich. Eure Leben, meine ich. Ich glaube, das wäre alles viel zu viel für mich gewesen. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass dir vieles davon auch niemals zustoßen wird. Ich habe vieles erlebt und nach all den Jahren ist die Sache, die ich dir am meisten wünsche, dass du ein langweiliges und beständiges Leben haben wirst. Ich bin niemand, der sich schnell langweilt. Es gibt immer was zu tun. Verglichen mit deinen Geschichten klingt ein langweiliges Leben wirklich angenehm. Nehmen wir das. Dann habe ich eine besondere Bitte an dich, die dir dabei helfen wird, diese Langeweile zu kultivieren. Immer raus damit, womit kann ich helfen? Du musst Ida in Borovo für mich finden und meine Sense von ihr zurückholen. Das klingt absolut langweilig, ist so gut wie erledigt. Oh, du brauchst sie sicher für, du weißt schon was, oder? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Die Enthauptung. Wie bitte? Du hältst mich für einen Henker? Und nicht nur das, du denkst, dass man Leute mit einer Sense enthauptet? Ich denke, es ist am besten, wenn ich mich jetzt auf den Weg nach Borovo mache. Bis später. Okay. Dann hätten wir diese Aufgabe, diese Quest auch geklärt. Dann geht es also dann weiter nach Borovo. In Borovo haben wir die Aufgabe und wir müssen auch noch nach Tutki auf jeden Fall und nach Hornika. Gut, aber erstmal, gut Leute, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Ich hole euch dann wieder dazu, wenn wir dort sind.
Hier liegt einfach so Rundholz. Auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir uns mal alles mit. Das passt rein, würde ich sagen. Jo, passt. Gut, dann nehmen wir uns das natürlich mit, wenn das einmal hier liegt. Das werden wir nicht liegen lassen. Nice. Und weiter geht's, Leute. Und wir bei dem Lager schon, wir gehen gleich mal gucken. Okay, wir haben auf jeden Fall Feuerholz. Brennholz. Was liegt hier? Eine Tonschale. Oh, nice. 100% sogar. Eine Eisenschaufel. Gut, Freunde, das scheint es aber gewesen zu sein. Gut, dann waren wir hier noch nicht. Wir sind hier zwischen unserem kleinen See und Gostovia. Gut. Dann geht es jetzt aber nach Hause. Es sei denn, wir entdecken noch was. Okay, da ist ein Wolf, Leute. Den holen wir uns. Okay, der musste nicht lange leiden. Haben wir den vierten Wolf. Freunde, da wären wir. Wollen wir noch mal kurz mit unserer Genoveva sprechen? How are you? Lass mich dich mal genauer ansehen. Okay. Stimmung ist 30. Nach wie vor. Gut, der Holzschuppen ist im guten Zustand. How can I help you? Hast du in letzter Zeit etwas Interessantes gehört, Hornika? Gut, geh. Sonst hat sie nichts. Wie war dein Tag bisher? Gut, immer dasselbe. Im Herbst gibt es immer etwas zu tun, die Ernte muss eingebracht und Vorbereitungen für den Winter müssen getroffen werden. Das kann erschöpfend sein, vor allem wenn man krank wird. Ich habe mich, seit ich geboren wurde, in jedem Herbst erkältet. Okay, gut. Mach's gut. Goodbye. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen in den Feierabend. In der nächsten Folge werden wir auch ein Lagerfeuer bauen. Und Sitzgelegenheiten. Gut, Leute. Wir gehen in den Feierabend. Wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht,
Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Medieval Dynasty. Täglich um 20.15 Uhr stelle ich eine neue Folge online. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und eine positive Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich verlinke euch in meiner Videobeschreibung eine Facebook-Gruppe. In dieser Gruppe geht es um Wrestling und Kampfsport im Allgemeinen. Wenn euch das interessiert, dann schaut dort gerne mal vorbei. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.